Zu einer neuen Runde bei Zombie Army 4. Wir machen mal mit der Kampagne weiter. Im Zombie Zoo, zweiter Abschnitt. Willkommen im Dschungel. So, ich muss gleich mal ja, testen sozusagen. Beziehungsweise mal nochmal grob die Steuerung gucken. So, Munition voll. So, Verbandkasten, dann gleich mal heilen. Ganz genau. Okay, bin jetzt eigentlich nicht so der Fan von Minen. Mal gucken, können wir irgendwas verbessern? Zum Beispiel am Gewehr. Ne, hier noch nicht. Da fehlen noch ein paar Level. Aber hier können wir auf jeden Fall noch verbessern. Mal gucken, was nehmen wir denn? So, das haben wir ausgerüstet. Hier kann ich also erstmal auch nichts nehmen. Bei der Pistole vielleicht. Nee. Auch zurzeit nichts verfügbar. Gab es ein neues Pack, eine neue Perks freigeschaltet. Okay. Mal gucken, was gibt es in der Trapper. Beziehungsweise Trapper. Schaden von Feinden erhöht. Naja, gut, das ist jetzt nicht so was. Was für mich speziell von Interesse ist, okay. Okay. So, ich glaube, dann kann ich jetzt los. Auf in den Dschungel. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Du reagierst also auf Geräusche und drehst dann am Rad, oder? Na, ich weiß ja nicht. Schreier, oder ich sollte lieber still sein. Na, dann halt doch die Klappe. Na toll, schön vorbeigekommen. So, wie war das nochmal? Blinder Schreier, okay. So, ich will jetzt einfach zertrampeln. Ah, hat das gut getan. So, mal gucken, was haben wir denn hier noch? Und noch Vögli. Ungezieferkehl. Also die Schreier gefallen mir jetzt nicht unbedingt so. Die Ratte zwischen dem Käse.
Screamers here. Don't make a sound. Das ist ein Schreier, kein Mucks. Du lebst ja immer noch. Also die Dinger sind ganz schön stabil, muss ich mal sagen. So, einmal gucken, Munition. Also da vorne zeigt er mir an, geht's weiter, aber ich bin jetzt einfach mal neugierig. Oder ist das, ach Quatsch, das ist glaube ich die Stelle, wo ich rausgekommen bin. Also manchmal. So. Dann gehen wir mal da rein. Sieht schon ein bisschen pervers aus. Ein Ritualkreis, oh, das heißt, ah, Bruno, böser Kult aus Venedig. Ja, okay. It's called. I'm now for certain. Armor Giant! Na ist klar. Master Set? Sehr schön. Tunnel erkunden mehr. So, was gibt's denn hier? So. Also dieses Aufstammen haben wir gerade nicht. Viecher hasse ich. Ach, da ist er noch. So. Gibt es eine Luke, die zurück in den Tunnel? Okay. Interessant. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal das Händchen zwischen den Ratten gefunden. So, das ist also doch ganz gut, wenn man sich hin und wieder mal umguckt. So. Wollte nur auf Nummer sicher gehen. Ausgang erreichen, okay.
Also wenn hier jetzt steht Ausgang erreichen, dann ist das auch gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ich sehe sie auf jeden Fall mal noch nicht. Quatsch, das wollte ich gerade gar nicht. Ich nehme aber hier weg, sonst brenne ich mich selber. Okidoki. Verschwendung. Oh, hier lag ein Verbandskasten. Okay. Aber tatsächlich bin ich überraschenderweise noch voll. Aber ich kann es mir ja mal merken, weil ich dann nochmal ein Stück zurück muss. Bandgranate, ich nehme mal die Bandgranate. Instinct. Und dann hier. So. Irgendwie ist mir das viel zu ruhig hier. Okay. Nixer zu sehen. Ja, so viel dazu. Tamar. So, jetzt weiß ich, wofür der Dings da lag. Wobei ich jetzt nicht weiß, wo die Granate herkam. So. Bei den Creepers ist tatsächlich so die Masse das Problem. Verdammt. Keine gute Mischung, finde ich.
du schießt da durch? Was soll denn das? Nur wo treibst du dich rum? Ich sehe die nicht. Da treibt sich also rum. Dämlich. Wollte ich den mit dem Takedown machen, war eine doofe Idee. Mann, da habe ich mich jetzt echt dämlich angestellt gehabt. Also ich kann mal noch Munition gleich mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Und die Granate wollte ich eigentlich nicht. So, sehr schön. Richtig, ich hier schon wieder die ganze Zeit wie so ein die ganze Zeit rote Ausdauer, wie auch keine mehr. Mann, 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 Mann. Oh, jetzt so ein Nashorn-Zombie. Das wäre schon crazy. Ich dachte gerade, dann könnte ich hoch. Wäre bestimmt auch spannend geworden. So, hier gibt es dann auch nochmal Munition. Und zwar für die gesamte. Ablaufen. Was ist denn das jetzt? Verdammt! Wenn ich jetzt mal wüsste, wofür, weswegen ich die schwere Waffe fallen lasse. Sag mal, was soll das denn? Oh, lebt da immer noch einer? Ja, anscheinend schon. Ah, verdammt. Viel zu viele von den Viechern. So, ich glaube, ich muss mal angewöhnen, mit mehr Kanonen zu, mit mehr Granaten zu werfen. So, hier hat doch irgendwas geleuchtet, oder nicht? Da vorne auf jeden Fall. So, also hier liegt noch eine Schwere. Das kann im Regelfall nichts Gutes heißen. Hier kann ich auch nicht hoch.
Nämlich, dass hier von hinten keine kommen. So, da lag ja noch eine Schwere, dann nehmen wir die mal. Now I will be unstoppable. Aber an mein Bester. So, jetzt geht langsam wahrscheinlich die Munition aus. Nehmen wir aus dem. Sag mal, wie viel wirft denn der hier? So, jetzt hat das mit dem Tankdown auch mal geklappt, sehr schön. So, Ausgang freigeschaltet, auch sehr schön. So, du bist wahrscheinlich leer, ne? Ja, sieht ganz so aus. Noch mal einmal rundlaufen, vielleicht liegt hier noch irgendwo ein Comic oder ein Dokument oder so. Look out for a hatch in the ground. That's the only way into the tunnels. Na denn? Da hinten leuchtet was. Okay, ich hab's geahnt, dass hier noch irgendwo was ist. Comicseite, Gesetz der Wildnis. Passt ja schon. Ich glaube, da hole ich lieber die in dem engen Gang. Wo geht's denn hier weiter? Da geht's runter. Unterschlupf erreichen. Okay. Kapitel abgeschlossen, sehr schön. Höchste Kombo 13, 74 Bild. Sehr schön, Genauigkeit ein bisschen schwach, besser Schuss 840. Naja. So, dann geht's weiter in der nächsten Folge und ich sag mal bis dahin, bye bye.